kein Zweck, absteigen. Komm her. Hier, das wird helfen. Bonus, 1 von 10. Okay, jetzt macht mir das Spaß. Sorry, Leute. Für einen Bonus würde ich immer gerne zu haben. Wir brauchen noch 7. Komm, die nehmen wir mit hier. Sumpfrenkor. 8 von 10. Echt jetzt? Ich hätte die vorne mitnehmen müssen. Ja, vielleicht killen die gleich noch. Eine Quelle. Das Wasser sollte trinkbar sein. Die ewige Flotte hat also die Republik und das Imperium besiegt. Wie ging es weiter? Beide Seiten müssen Sakul einen hohen Tribut zahlen. Hauptsächlich Rohstoffe und Ressourcen. Sie haben sich außerdem einem Rüstungsbegrenzungsabkommen unterworfen. Das Imperium und die Republik brechen natürlich beide das Abkommen. Aber sie sind immer noch nicht in der Lage, den Thron direkt anzugreifen. Wer führt die Republik jetzt an? Zaresh hat kürzlich das Ende ihrer Amtszeit erreicht. Aber ihr Ersatz ist eine sorgfältig ausgewählte Marionette. Sie hält immer noch die Fäden in der Hand, auch wenn sie offiziell nicht mehr Kanzlerin ist. Und das Imperium? Nach dem Chaos war nur noch ein Mitglied des Rats der Sith übrig, Darth Asina. Sie herrscht nun als Kaiserin der Sith. Beide Seiten sehen das als Gelegenheit, sich gegenseitig in dieser Schwächephase auszuschalten, anstatt ihre Stärken zu vereinen. Arkan tut nichts, um gegenseitige Gewalt zu verhindern, solange der Tribut gezahlt wird und niemand die Herrschaft von Sakul herausfordert. Es überrascht mich, dass Arkan nicht beide Regierungen zerstört hat. Er hatte ja ganz offensichtlich die Feuerkraft dazu. Ich glaube nicht, dass Arkan den Wunsch hegt, unseren Teil der Galaxis zu regieren. Im Moment sieht er ihn als Provinz und Quelle für Ressourcen. Im Orbit von wichtigen Welten wurden Sakul-Kampfstationen platziert, um mögliche Unruhen zu erkennen. Es ist aber kein Planet besetzt worden. Die Schiffe der ewigen Flotte patrouillieren auf scheinbar zufälligen Routen, während der Tribut für Sakul alle wirtschaftlichen Fortschritte auffrisst. Was ist mit meinem Team, mit meinem Schiff? Ich habe Verbündete, die gerade nach ihnen suchen. Bei dem Chaos der letzten Jahre wird es aber eine Weile dauern, sie alle zu finden. Bis dahin halten wir uns an uns selbst, Koth und Hakar. Solange ihr hier seid, gibt es nichts, was wir nicht schaffen könnten. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist wirklich eine Erleichterung, euch wiederzusehen.
Habt ihr deshalb so viel auf euch genommen, um mich zu retten? Bevor man euch gefangen nahm, habt ihr Dinge erreicht, die andere nicht mal versuchten. Ihr habt die Galaxis mehr als nur einmal verändert. Und wenn es je eine Zeit für Veränderungen gab, dann jetzt. Aber da ist noch etwas. Ich spüre es schon, seit ich euch im Carbonit gefunden habe. Es ist eine Kraft in euch. Etwas Neues. Es ist schwer zu fassen, aber ich weiß, dass es da ist. Ich denke, ihr habt recht, Lana. Ich glaube, der Imperator, Valkorion, ist in meinem Kopf. Was? Nach seinem Tod gab es einen Energiesturm. Ich kann mich nicht mal richtig daran erinnern, wie man mich in die Carbonitkammer geworfen hat. Und dann, als ich gefroren war, sah ich Dinge. Ich träumte von ihm, von allem, was geschah, als ich weg war. Das kann nicht sein. Ich würde es spüren, wenn er euch kontrollierte. Ich habe genug davon auf Siost gesehen. Ich glaube nicht, dass er mich kontrollieren will, zumindest nicht direkt. Er wollte mich dazu bringen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Was er auch tut. Wir können sicher sein, dass er immer versuchen wird, uns irgendwie zu täuschen. Ich glaube an euch. Und ich weiß eure Ehrlichkeit zu schätzen. Ich werde darauf achten, ob er einen Einfluss auf euch hat. Doch jetzt bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Was ist mit den anderen? Sie würden es nicht verstehen. Und wie ich schon sagte, wir wissen noch nichts sicher. Behalten wir die Sache erst einmal für uns. Bitte, schnellstmögliches Treffen bei meinen aktuellen Koordinaten wird empfohlen. Ich benötige Unterstützung. Seltsam. Wir sollten uns beeilen. Was hat Hakadin angestellt, dass er unsere Unterstützung benötigt? Dürfen wir reiten? Dürfen wir... Der Bonus ist auch noch da. Moment, bevor wir jetzt losreiten. Doch, wir müssen hier so ziemlich geradeaus hin, seht ihr das? Vielleicht hier links am Felsen vorbei. Okay. Bitte, rettet uns! Haka, erkläre das. Protest. Ich habe diesen bemitleidenswerten Fleischsäcken nichts angetan. Sie haben lediglich zugesehen, als ich eine Gruppe der Sprungtruppen ausgeschaltet habe. Sie bitten um unsere Hilfe bei der Flucht vor dem Feind. Bitte, wir sind keine Gefahr für euch.
Wir wurden verbannt, weil wir gegen den Krieg von Imperator Arkan protestiert haben. Wir haben schon zwei unserer Freunde verloren. Bitte, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen? Wir reparieren ein Schiff. Dort gibt es Platz für Passagiere. Wir können euch hier rausbringen. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Danke, habt vielen Dank. Der Weg, der vor uns liegt, ist nicht sicher. Vielleicht wäre es besser, für Sie hier zu bleiben. Das wäre für niemanden besser. So ist es. Kondition gesteigert. Jetzt ist Haka wieder bei mir, damit Lana die wohl die Flüchtlinge zurückbringt. Das ist schon mal gut. So, und wir gucken mal nach, wo wir hin müssen. Kehre zur Gleich. Oh, das ist doch fein. Also ganz zu Anfang, also 2015 kam das ja raus hier, konnte man das nicht. Da musste man den ganzen Weg zurück. Aber jetzt gibt es halt die Möglichkeit, direkt zum Schiff zurückzugehen. Das ist nett. Dankeschön. Ihr Status hat sich verbessert. Seid ihr sicher, dass wir damit wieder fliegen können? Sie wird wieder fliegen. Sie hat nur auf jemanden gewartet, der sie daran erinnert, wie es geht. Dann machen wir uns an die Arbeit. Mit Musik geht's immer besser.
Das Schiff scheint wohl wieder zu laufen. Geniale Sache. Ein paar Leitungen sind noch kaputt. Okay. Untersuche die seltsamen Geräusche. Ja, die haben wir gerade gehört. Habt ihr die auch gehört? So ein Wispern, so ein Tuscheln, so ein... Wo müssen wir denn da hin? Warte mal, erstmal kurz orientieren. Da müssen wir hin, seht ihr das? Kira. Alles Gute zum Jahrestag. Und es ist nur ein Jahr her, seit ihr verschwunden seid. Uiuiui. Sehr dramatisch. Okay, HK. Ich nehme an, dass ihr Fragen habt. Tut nicht so überrascht. Ich gehe dorthin, wo ihr hingeht. Wir sind jetzt untrennbar. Ah, die Gravestone. Nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich dachte, ihr wart nur ein Traum. Ich kann euch versichern, dass ich genauso real bin, wie mein Bestreben, euch zum Erfolg zu verhelfen. Ihr habt das Reich meines Sohnes selbst erlebt, seine Reichweite. Und Weylin, sie glaubt nicht an Zurückhaltung. Wir können Arkan nur besiegen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich gehe davon aus, dass ihr schon eine Vorstellung davon habt, wie das gelingt. Ich kenne Aspekte. Doch im Zentrum verbleibt ein unbekannter Faktor. Ihr. Ihr müsst bereit sein, meine Hilfe als solche zu akzeptieren. Und das wird früher der Fall sein, als ihr es euch vorstellt. Macht euch bereit für einen Kampf, Leute! Sie haben uns gefunden! Sprungtruppen brechen durch den Eingang! So! Also, die Sprungtruppen haben uns erreicht und wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier das Schiff verteidigen. Ich habe es gerade erst hier gefunden, repariert. Wäre schlecht. Thank you.
So Leute, wie es jetzt hier weitergeht, was jetzt der Angriff jetzt auf sich hat, ob wir es schaffen oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge, sprich morgen. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr weiter hier einschaltet mit zuschaut. Da freue ich mich echt drüber. Daumen hoch wäre auch mal klasse. Oder Kommentare, würde mich echt drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es hier weitergeht, wenn wir die Gravestone verteidigen gegen die Truppen des bösen Imperators gegen Arkan. Bis dahin, schönen Tag euch noch. Bis morgen, euer Rode. Ciao.